In diesem Video wird der Frage nachgegangen, warum sich Einzelwissenschaften wie Physik, Psychologie und Informatik aus der Philosophie herausentwickelt haben. Eine mögliche Ursache bzw. Beweggrund für den Anfang des Philosophierens beim einzelnen Menschen stellt laut Aristoteles das Staunen dar. Weitere Anlässe für das Philosophieren können darüber hinaus sicherlich auch Erschrecken und Erschütterung hinsichtlich beispielsweise von Schicksalsschlägen wie etwa schweren Unfällen sein. Die Art und Weise, in der sich Philosophinnen und Philosophen mit Fragen und Antworten auseinandersetzen sollten, kann als systematisch und beharrlich bezeichnet werden. Systematisch steht für die geplante Vorgehensweise und beharrlich für die Bereitschaft, sich auch länger andauernd mit dem Entwurf von Fragen und der Erarbeitung von Antworten auseinanderzusetzen. Vor Jahrhunderten war in Europa unter den Gelehrten bzw. Wissenschaftlern beispielsweise die Vorstellung verbreitet, dass die Sonne die Erde umkreist. Angesichts unseres heutigen Wissensstandes zeigt dieses Beispiel, dass es immer wieder gilt, über die Wirklichkeit, die Vorstellung über die Wirklichkeit zu hinterfragen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten sich dadurch auszeichnen, dass diese durch besonders systematisches und beharrliches Vorgehen zu mehr an Wissen gelangen wollen. Ziele der Wissenschaft bestehen unter anderem darin, alles, wonach man fragen kann, noch nicht hinterfragt hat oder bereits hinterfragt hat, zu erforschen bzw. nochmals zu überprüfen. Die Wissenschaft versucht also festzustellen, welche Annahmen bzw. Vorstellungen tatsächlich korrekt sind, also richtig sind, und damit der Wirklichkeit entsprechen. Unter dem Begriff Wirklichkeit wird all das verstanden, was tatsächlich der Realität entspricht. In der Philosophie spricht man in diesem Zusammenhang auch von der Wirklichkeit an sich. Wenn Menschen heute etwas Bestimmtes wissen möchten, werden viele mit Hilfe eines Computers, der wiederum den Zugriff auf das Internet mit einer Suchmaschine ermöglicht, erste Schritte hin zur erwünschten Erkenntnis unternehmen. Die meisten von uns werden dies machen, ohne detaillierte Kenntnisse von der Funktionsweise des verwendeten Computers, der Suchmaschine oder dem Internet zu haben. Dieses Beispiel zeigt, dass einzelne Menschen alleine auf sich gestellt heutzutage keinen vollständigen Überblick über das derzeit vorhandene Wissen verschaffen können. Bahnbrechende Entdeckungen setzen voraus, dass man auf bereits vorhandenes Wissen oder Fertigkeiten anderer Menschen zurückgreifen kann. Aus diesem Grund hat sich die Arbeitsteilung auch in der wissenschaftlichen Vorgehensweise etabliert. Die Arbeitsteilung im Bereich der wissenschaftlichen Vorgehensweise führt zu einer Spezialisierung auf einzelne Teilgebiete bzw. Ausschnitte der Wirklichkeit. Die Spezialisierung ermöglicht es beispielsweise unserer Wissensgesellschaft, dass größere Detailkenntnisse erarbeitet und geteilt werden können. Auf der anderen Seite ergibt sich aus dieser Form der Arbeitsweise der Nachteil, dass es in einem vergleichsweise geringen Ausmaß zu einer Beschäftigung mit Zusammenhängen zwischen den einzelnen Teilgebieten und damit der Blick auf die Gesamtheit der Wirklichkeit vielfach vernachlässigt wird. Eine notwendige Voraussetzung für die Erweiterung des Wissens besteht darin, dass Vertreterinnen und Vertreter wissenschaftlicher Teildisziplinen Methoden, Sichtweisen und Wissen aus möglichst vielen Bereichen in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Ein Ziel der Wissenschaft muss immer auch darin bestehen, die gesamte Wirklichkeit zu erforschen und sich nicht nur auf einzelne Ausschnitte daraus zu beschränken. Die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit von Wissenschaftlern unterschiedlichster Fachrichtungen kann unter anderem anhand eines Beispiels des bekannten Nobelpreisträgers Albert Einstein veranschaulicht werden. Einstein meint, dass beispielsweise eine Beethoven-Symphonie aus Sicht der unterschiedlichsten Fachrichtungen beschrieben werden kann. Musik kann so unter anderem als Luftdruckkurve, also es wäre eine physikalische Beschreibung, durch das Jahr der Veröffentlichung, Angabe von musikalischen Vorbildern, das wären musikhistorische Beschreibungen,
und die emotionale Wirkung auf die Menschen, das wäre eine psychologische Beschreibung, beschrieben werden. Albert Einstein kommt zur Schlussfolgerung, dass keine der einzelnen Beschreibungen für sich genommen eine umfassende Darstellung der Musik ermöglicht, sondern erst die Berücksichtigung möglichst vieler Sichtweisen bzw. Blickwinkel uns die Bedeutung dieser Musik für den Menschen erschließt. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Philosophie aus dem Erschrecken und Erstaunen des Menschen angesichts der Wirklichkeit entsteht. Der menschliche Drang, mehr wissen zu wollen, führt zu einer wissenschaftlichen Vorgehensweise in Form der Spezialisierung. Dies bewirkt wiederum letztlich das Entstehen von Einzelwissenschaften wie beispielsweise der Medizin, Physik, Theologie, Pädagogik, Psychologie, Informatik und Mathematik.